Wenn du einsteigst in einen Zug, dann ist es in Österreich so, das Erste, was dir passiert, wenn du in so einen Zug einsteigst, ist, du stehst vor einer automatischen Schiebetür, die nicht automatisch ist. Ja, das haben sie nur draufgeschrieben und haben gehofft, dass keiner draufkommt. Aber sie funktioniert nicht. Und jetzt musst du da immer bei diesem Sensor so drüber fahren. Ja, das heißt, das Erste, was du machen musst, wenn du in Österreich in einen Zug der Bundesbahn einsteigst, du musst dich so hinstellen, dass er dir aufgeht. Und dann sitzt du auch da so drinnen, es geht ja im Zug noch weiter, gell? Diese Durchsagen von den Schaffner, die haben ja auch so ein bisschen ein ganz besonderes Flair, wenn man da so sitzt, gell, und dann hört man es einfach so mal so, meine Damen und Herren. Wir rechnen in einer kurzen Wien und Mädchen. Ihre Anschlusszüge auf die Samstag Regionalexpress nach Untergrin mit der Planabfahrt um 17.55 sowie auf Fahrgleis 2 der Rechecked. Guten Morgen, Österreich! Mit der Planabfahrt um 18.10 bitte beruhigen Sie beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Bahnsteig und Zug. Wünsche eine gute Weiterreise und einen angenehmen Aufenthalt in Wien. So, und jetzt für unsere englischsprachigen Freunde. Da hört man dann vorher immer so ein bisschen einen Angsthauch, ja. Da sammeln sie sich nur mal. Ladies, the gentleman. Wow, next stop. Ist Wien Mettling. Ende! Ja. Aber da denke ich mir auch, selbst diese leicht unterschwellige, fast nicht wahrnehmbare Ablehnung der eigenen Berufswahl, inklusive Vorgäste, ist mir noch tausendmal lieber, als wie dieses komplett aufgesetzte und unehrliche, freundliche Lächeln in der Westbahn. Stehen am Bahnsteig schon so da. Wir freuen uns total, dass wir arbeiten dürfen. Ich bin noch nie so in die Schule gegangen. Na, und dann steigst du ein und dann geht's los. Gell? So, hey! Yeah! Juhu! Es ist total toll, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns außergewöhnlich, dass wir Sie an unserem Zug begrüßen dürfen. Yeah! Unser knapp über Kollektivvertrag bezahltes ungarisches Zugpersonal freut sich außergewöhnlich, Ihnen jeden Wunsch von den Lippen zu lesen. Wir beginnen in 2 Minuten mit dem Ticketverkauf und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit eine fantastische Zeit. Yeah! Das hältst du nicht aus?